Pädagogische Fachkräfte brauchen Unterstützung in Form von Präventionsprojekten oder Angeboten an ihren Einrichtungen, damit Kinder und Jugendliche gar nicht erst mit verstörenden Inhalten konfrontiert sind im besten Fall. Und da brauchen pädagogische Fachkräfte auch viel mehr Wissen über digitalen Kinderschutz. Kinder und Jugendliche sind in ihrem digitalen Alltag mit Gewaltvideos, mit Pornografie, mit Cybergrooming, Cybermobbing und vielen anderen Dingen konfrontiert und brauchen eigentlich kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, an die sie sich wenden können.